Wir sind hier in Kuppenheim zu Gast beim Auftakt SV Kuppenheim gegen den SV Oberaachen, dem Oberliga-Absteiger beim Nun, der Verbandsspielleiter Thomas Schmidt. Immer gehört auch dazu die Auslosung, zweite Runde, Verbandspokal, SPV Rothaus, Verbandspokal, richtig gesagt. Thomas, wir brauchen uns ein bisschen um den Pokal widmen, zweite Runde. Die Paarung ging flott vonstatten, nur einmal musste getauscht werden mit Fortwangen Balingen. Ein paar Werte zur Auslosung, wie hast du die gesehen jetzt? Also ich muss sagen, ich sehe das von den Paarungen hervorragend, auch was die Fahrwege anbelangt. Es sind 3-4 Begegnungen, ja, da müssen wir durchs Verbandsgebiet fahren, aber all das andere sind ganz hervorragende Begegnungen mit Bötzingen, Freiburger FC, Solwall Freiburg gegen Singen, ja, das Bodensee-Duell und beziehungsweise Bodensee gegen Kaiserstuhl. Aber alles andere, Waldkirch-Offenburg, Hegau, Bad Dürrheim, Pfullendorf, Bad Radolfzell, das sind alles Paarungen, die sich an diesem Mittwoch gut durchführen lassen. Ein Knaller für mich, die Partie des Pokalverteidigers Waldkirch gegen den Offenburger FV, denke ich mal, und FC Bützingen gegen den Freiburg FC, also das sind für mich ein bisschen die Highlights. Das kann man wohl sagen, es sind die Freiburger Vereine natürlich und die Favoriten hier. Ja, ich mag jetzt nicht Favoriten sagen, aber man muss schon sehen, die Heimstärke müssen wir abwarten, wie der eine Verbandsligist oder Oberligist in die Runde kommt. Und dann kann sich das eine oder andere schon auszahlen, was den Heimnimbus anbelangt. Ein besonderes Bonbon, die neue Pokalrunde, 140.000 Euro gibt es vom DFB oder DFL. Da haben die DFLer großzügig verzichtet, denke ich mal. Und eine schöne Kuchen für den Amateurclub. Ja, es ist so, dass die DFL einen guten Vertrag ausgehandelt hat. Die Fernsehgelder sind es und die geben das 1:1 weiter an die Amateure. Und das ist auch wieder eine Sache, die als Punkt 1 des DFBs dasteht. Amateurfußball, dass sie den Amateurfußball auch finanziell ein bisschen stärken. Natürlich wirkt sich jetzt die 40.000 nicht in dem Sinne aus, weil es ja doch dem einen oder anderen Verein zugute kommt und nicht der Allgemeinheit. Ich würde es gern sehen, dass wir in den Satzungen prozentual einen Abschlag nehmen auf diese Prämie und dann immer noch 100.000 Euro hätten wir dann noch im Stock und das wäre, glaube ich, auch ein ganz großer Batzen für den Pokalverteidiger bzw. Für den Gewinner. Also 100.000 hätte ich dann sicher und die 40.000 dann aufgeteilt auf die anderen Vereine, wäre auch sinnvolle. Möglichkeit habt ihr ja alle drüben verdammt, oder ist das vorgegeben vom DFL? Nein, es ist nicht vorgegeben. Wir haben ja extra vom Süddeutschen Fußballverband in der Satzung aufgenommen. 20.000 Euro geben wir das als Solidarpaket. Aber ich bin eigentlich bestrebt, das in 20% auszudrücken. Das heißt, bei jeder Erhöhung wird sich das natürlich auch monetär auf die anderen Vereine dann auswirken. Letzte Frage, du hast gesagt, kurze Wege. Gespielt wird, glaube ich, am 20. August, ja? Richtig, Mittwoch, 20. August, 18 Uhr. Wir haben da schon Sonnenuntergang bei 20.35 Uhr, glaube ich, und es wird eng. Aber ich kann jetzt die ein oder andere Paarung nicht später beginnen lassen. Es sind alles Amateure und da muss man sich schon drauf einstellen. Dann noch eine letzte Anmerkung zur Saisoneröffnung. 800 Zuschauer waren hier im Werdl-Stadion Kuppenheim im Derby, kann man sagen. Schöne Kulisse, glaube ich, ähnlich wie letztes Jahr in Endingen. Richtig, in Endingen war es, glaube ich, auch an die 700, 750 und die SV Oberaachen hat es ganz hervorragend organisiert. Ich muss sagen, Kompliment an die Vereinsführung, auch an die Offiziellen und ich glaube, wir haben den richtigen Weg soweit gefunden, die Eröffnungsspiele so durchzuziehen und ja, in allem ist es eine gute Eröffnung gewesen, wobei vom Spielerischen da doch einige Abstriche waren. Man hat es zum Schluss gesehen, es ist mehr Potenzial bei beiden Mannschaften vorhanden. Deshalb vom Spielerischen war das Spiel nicht ganz so nach meinem Geschmack, aber für das erste Spiel ganz manierlich und so kann es weitergehen. Ich bedanke mich, es war übrigens der SV Kuppenheim, wo der Ausrichter war vom Gibt's mal, du hast SV Oberaachen gesagt, aber das gibt's mal, das ist ja die Live-Sendung. Genau. Und wir freuen uns auf die Pokalrunde. Thomas, schöne Zusammenarbeit mit dir und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Vielen Dank.